Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Empires. Ja, was tun wir jetzt hier? Was wir jetzt hier auf jeden Fall tun, ist unsere drohende, wiederkehrende Finanzkrise abzuwerten. Wir müssen auf jeden Fall etwas gegen dieses Tief machen. Da möchte ich mich jetzt auf jeden Fall mit befassen. Weil es nicht angehen kann, dass wir, so schlecht wirtschaften wir eigentlich gar nicht. Ne, wir müssen in jedem Fall gucken, dass wir mit den Finanzen wieder höher kommen, dass wir wieder ins Plus kommen und uns nicht in einem Minus festsetzen. Das würde ich schon mal wirklich sehr toll finden. Ja. Ja, ein Krankenhaus sollte auch in Berlin stehen. Finde ich in jedem Fall sollte man machen. In Köln machen wir mal ein Theater, finde ich. So. Jetzt wieder minus 5. Warum geht das denn jetzt wieder so hoch? Ich verstehe das nicht. Oh oh, das ist ein Problem, mit dem wir uns tatsächlich befassen müssen, liebe Freunde. Sonst haben wir hier mittelfristig bislang eine große Schwierigkeit, weil ich möchte dieses Spiel jetzt hier nicht abbrechen, weil wir auf einmal kein Geld mehr haben und wir pleite gehen, weil für gewöhnlich, zumindest war es bei Civilization immer so, dass dann das Spiel zu Ende war, weil man war einfach pleite. Man ist bankrott gegangen. Das möchte ich hier gerne verhindern, weil ich sehe, dass es hier schon sehr, sehr, sehr ähnliche Parallelen oder was sage ich da, das Spiel ist an Civilization angelehnt und deshalb kann ich auch hier davon ausgehen, dass wenn ich bankrott gehe und dass dann das Spiel vorbei ist und deshalb werde ich jetzt hier erstmal nichts anbauen, sondern ich werde auf Reichtum gehen und danach sind wir schon wieder im Plus. Manchmal muss man das einfach mal machen. Manchmal muss man das echt mal machen. Wir gehen jetzt wieder eine Runde weiter und die Industrialisierung haben wir jetzt auch schon durch. Gleich. In der nächsten Runde, würde ich sagen. Also Erfurt oder so, da müssen wir. Wir müssen aber auch weitermachen. Das geht nicht. Wir können nicht einfach so immer auf Reichtum und dann stagnieren. Oder anfangen zu stagnieren. Ich meine, finanziell stagnieren wir nicht, aber in der Kultur und in unserer Entwicklung stagnieren wir dann, weil nichts vorangeht. da müssen wir jetzt einen Weg finden. Ne? Ich weiß, das kostet hier auch alles. Elektrizität. So. Ah, diese schwierigen Wörter. Das ist schön. Und jetzt sind wir hier wieder minus 2. Ich komm doch auf nicht klar. Zirkus. Nein. Ja, weißt du was? Dann machen wir hier Reichtum.
Dann bleiben wir beim Zirkus jetzt und Rostock am Leuchtturm. Getreidespeicher bringt uns aber auch ein wenig weiter. Und dann. So, nächste Runde. Hier ist auch noch so eine kleine Insel, die können wir theoretisch auch noch einnehmen. Also wie gesagt, aber ich möchte mich jetzt erstmal auf das konzentrieren, was wir haben. Ich möchte jetzt noch nicht wieder auf den Expansionskurs gehen. Weil das drückt uns ein bisschen, glaube ich, ins Geld so ein bisschen, wenn wir uns anfangen auszuweiten. Was blöd ist, weil ich würde schon gerne das ein bisschen größer halten. Ne? Aber was soll man machen? Was soll man machen? Jetzt machen wir hier den Big Ben in Berlin. Kulturell haben wir da, glaube ich, da müssten wir eigentlich einen ziemlich guten Stand haben. Also wie gesagt, früher war ich eigentlich klar, so eine kleine Minusstrecke hatte man irgendwo immer gehabt, aber eigentlich habe ich es dann doch immer geschafft, dann im guten Plus zu stehen. So war es damals bei Civilization, aber es ist auch sehr lange her, dass ich das gespielt habe. Dass gewisse Spieltechniken sind da auch eingerostet. Müssen da auch wiedergefunden werden. Jetzt sind wir hier wieder minus 4. Ach, das kotzt mich so an. Das kotzt mich hier richtig an mit dem. Wilhelmshaven. Jetzt sind wir hier wieder plus. Es ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. In München können wir den Seehafen machen. Oder wir machen die öffentliche. Komm, wir machen die Schulen. Das tut der Bildung sehr gut. Die Bayern. Wow. Ja. Arbeitende Kräfte finde ich immer gut. Jetzt müssen wir halt gucken. Minus 5, das ist immer so ein. Natürlich, natürlich geschah Sabotage in Berlin. Ah, aber der Big Ben ist in Berlin fertiggestellt worden. Das ist doch schön. Schön. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Börse. Ja. Obwohl ich privat nicht gerade wirklich viel vom Börsen halte, aber ja. Ich sehe jetzt gerade, wir sind jetzt hier wieder plus 3, das ist schön. Ich würde mir wünschen, dass das jetzt bleibt.
Und es darf auch gerne wieder etwas mehr im Plus werden. Der Kohle ist, ich würde sagen, politisch, finanzpolitisch ausgedrückt, befinden wir uns in einem, ja, sehr schwachen Zustand. Mit 300 Goldstücken, Währung, Mark, Euro, man kann jetzt hier nehmen, was man will. So, jetzt haben wir Berlin, nee, Quatsch, Hamburg. Der Seehafen. Ach, wieder minus eins, das ist doch. Aber wenn man, ne, dann. Dann machen wir jetzt die Hansa. Und jetzt haben wir Dresden. Da würde ich den Hafen hinsetzen. Was geschah jetzt? Sechsundzwanzig plus, das ist doch mal schön. Ach, herrlich. Oh, das finde ich gut. Das wird jetzt auch das, was jetzt da vom Minus und jetzt gerade wegging, wenn das jetzt bleibt. Ne? Schön solide. Ja, ich weiß. Wir werden jetzt halt gucken. So, Scheune. Ich will jetzt hier einfach mal die Scheune hinsetzen. Und dann machen wir jetzt hier den Seehafen. Das ist schön, das ist schön. Da komm, mach's die Waffenkammer. Dass die mich immer sabotieren müssen. Ich frag mich immer, was der Flachs denn immer soll. So, dann. So, und wenn man jetzt einmal sehen kann. Finanziell, ne, es geht jetzt hier langsam echt ans Eingemachte.
möchte Chemie. Was ist denn jetzt wieder? Ja, ich hoffe. Oh. Ich sollte mit der guten Echt. Nein. Das ist natürlich jetzt, ne? Nein, natürlich fahren wir jetzt keinen Krieg an. Was? Nein, das lassen wir. Das entwickelt sich doch hier alles. Das entwickelt sich hier auch finanziell gerade richtig gut, meine Lieben. Da ist man doch gleich wesentlich fröhlicher und wird sich auch gleich ans Werk machen hier. Das ist der 1011. Ja. Ja, also. Das meiste war jetzt ein Auf und Ab, aber ich muss sagen, es geht jetzt vorwärts. Eine Windmühle. In Dresden können wir uns jetzt entscheiden, wenn das Aquädukt natürlich fertig machen, dann werden wir die Wassermühle, möchte ich. Mensch, das läuft doch hier alles immer gut hier. Finde ich gut. Muss ich sagen, finde ich echt gut. Wie das hier gerade läuft. Mensch, da hat man ja. Ich könnte jetzt hier auch eine Aufnahmesession machen. Nein. Ne? Also, das. Ich gucke jetzt gerade auf die Uhr. Das war es dann auch schon wieder in dieser Folge. Ja. Ich würde sagen, ne? Noch einmal Entschuldigung dafür, dass jetzt die letzten Tage nichts kam und auch, dass ich jetzt nochmal eine Folge jetzt wieder neu aufnehmen musste, aber im Wesentlichen, ne, haben wir das ja jetzt hingekriegt und es geht jetzt hier sehr optimistisch weiter. Ja, mal gucken, wie wir das jetzt hier weiter gestalten. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, bis zu einer neuen Folge von World of Empires.